Hallo Leute, ich wollte euch nur noch einmal dran erinnern, bevor das Video jetzt gleich beginnt. Diesen Sonntag ist ja Halloween und ich streame mal wieder. Ich spiele ein bisschen Pokémon Go und ein bisschen Pokémon Unite. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen dort zu sehen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zurück auf Shardo 3. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Und nach langer Zeit habe ich mir heute gedacht, es ist mal wieder Zeit für ein Lego-Video. Das gab es ja jetzt nun lange nicht mehr. Das ist ja auch neben Pokémon Unite, das sage ich mal, wovon ich bis jetzt am wenigsten Videos gemacht habe. Und heute habe ich mir wieder ein wunderbares Set rausgesucht, was ich euch heute gerne vorstellen würde. Und ich würde sagen, ich schiebe das jetzt hier einfach mal einmal so in die Kamera. Jetzt gucken wir mal, ob wir das noch ein bisschen schärfer kriegen. Da, perfekt. Das ist die Schmiede aus Lego Ideas. Preis, Setnummer und sonstige Informationen werden wie immer eingeblendet. Dieses Set zum Geburtstag bekommen. Der Wert, also der Preis, liegt ungefähr bei, ich glaube, 170 Euro oder so. 180 Euro ist nicht billig. Aber das Ding hat, glaube ich, auch so um die 4000 Steine. 4000, 2000, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht wenig. 4000, ja, ist auch egal. Ich blende es euch ein. Ist ein sehr schönes Set, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich gut. Vor allem, ich mache mal so. Das Dach gefällt mir gut. Mit dem, wie nennt man das, mit diesem Muster, das geht auch schon von grün nach blau, das gefällt mir ganz gut. Ach, jetzt hoffe ich mal, dass das hält. Ja, so dürfte das schon gehen. Ja, ich würde sagen, wir gehen einmal außen rum und dann zeige ich euch das Ding noch von innen. Hier vorne haben wir einmal, nehme ich das Ding noch mal aus seiner Halterung, einen Ofen oder ein Feuer, in dem man das Schmiedezeug halt verarbeitet, würde ich so sagen. Da kann man auch die Funktion nutzen. Da ist ein Licht drin, dann funktioniert das auch noch. Der sieht ein wenig realistischer aus. Dann hier ist der Eingang zu dem Raum, den sehen wir gleich auch noch. Einmal, was mir auch sehr gut gefällt an diesem Haus hier, ist tatsächlich der Schornstein, weil er wirklich sehr schön hier positioniert ist, muss ich sagen, an diesem Haus. Dann hier haben wir einen wunderbaren kleinen Brunnen. Der Brunnen, muss ich sagen, der ist ein wenig außergewöhnlich, sage ich mal. Aber hier der Apfelbaum gefällt mir sehr schön. Der ist sehr gut, der gefällt mir gut, der ist gut gemacht worden. Der Brunnen, na, die kann man schon als Brunnen erkennen, aber die Farben, so dieses Grün, ja, ist die Frage, aber das passt schon da rein, aber ob die Frage, ob das so ein Brunnen wirklich ist. Dann hier drin ist so Holzlager, das können wir hier von hinten auch noch einmal vielleicht durch das Fenster sehen. Das ist unter der Treppe. Hier dann die Treppe. Die Treppe gefällt mir auch sehr gut. Dann halt das hier unten, die Höhe, dieser Lagerplatz ist. Und dann da drüber die Treppe hochgeht. Dann mit diesem Holzgeländer hier, das gefällt mir sehr gut. Also, designlich ist das eine 1 Plus hier mit Sternchen, das Haus. Auch die Wand, alles schön gemustert mit diesen Fliesen an der Seite. Das gefällt mir sehr gut hier, dass das so glatt abrundet. Das hätte man vielleicht noch so ein bisschen besser machen können. Aber das ist wieder Meckern auf hohem Niveau, sage ich so schön. Hier die letzte Seite, hier mit den gebogenen Fenstern. Das gefällt mir auch wirklich gut. Das ist sehr schön gemacht mit den Mustern hier noch, mit der Dekoration, mit den Kürbissen. Und hier ist es ja noch einmal von dem Ofen. Das Ding, und dann würde ich sagen, Marek, das hätte keinen Bock, einen Cut zu machen. Packe ich mein Handy kurz mal einmal hin. Und dann würde ich sagen, arbeiten wir uns von, ich muss noch mal kurz mir eine Lagermöglichkeit hier ranziehen, arbeiten wir von unten nach oben, würde ich sagen. Das heißt, wir fangen unten an. Bevor wir einmal anfangen, die Figuren. Wir sind vier Figuren, die anderen beiden zeige ich euch gleich noch. Das ist einmal der Schmied, natürlich. Dann würde ich schätzen, die Frau, sieht man so viel, die Frau des Schmiedes. Figuren sehr klassisch, dann zeige ich euch auch einmal die anderen beiden.
Das gehört auch noch dazu. Das sind zwei Ritter. Das eine ist auch eine Frau und das andere ist ein Mann. Die gefunden, wenn man ganz gut gefällt hier, dieses, ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen. Oh, fuck. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das ist dieses Kopfband hier. Das gefällt mir sehr gut. Ich denke mal, das ist so ein Stirnband. Stirnband, wie nennt man das? Naja, ist auch egal. Das sind auf jeden Fall mit Pferd hier, mit Kutsche, die Steuereintreiber, was auch immer. Ich habe einfach die Ersatzteile hier hinten reingepackt, weil ich keinen Bock hatte, da noch irgendeinen Platz für zu finden. Das sind auf jeden Fall die vier Figuren. Ich hätte mich gefreut, wenn noch ein paar mehr Figuren dabei gewesen wären. Vielleicht noch irgendwie ein paar Kinder oder so, die rumspielen oder so mit so einem Fußball oder so. Naja, was soll man machen? Aber das Set macht dafür wieder einiges gut. Ach du Scheiße. Sorry, Leute. Ich habe hier von Ikea, das kann ich euch aber auch einmal zeigen, so einen Handyhalter. Fürs Tablet habe ich das auch nur ein bisschen anders. Und da kann man sein Handy so reinstecken. Das ist so, wenn man einen Film oder so guckt, ganz praktisch. Und ich dachte mir, ich habe vorher mal aus Lego einen selbst gebaut, bevor ich irgendwelche Videos aufgenommen habe, dass ich mein Handy da doch bestimmt super gut reinstecken könnte, dass das auch 1A hält. Naja, aber gut. Wir gucken mal einmal von oben. Mein Handy ist irgendwas kaputt gegangen. Gucken wir mal einmal von oben. Auch hier gibt es einen Zugang zum Ofen. Jetzt ist hier gerade was abgegangen. Es gibt einen Zugang zum Ofen. Da in der Ecke. Die Tür kann man selbstverständlich schließen. Dann sind hier ansonsten ein paar Werkutensilien verstaut. Genauso wie ein paar Rüstungsutensilien an der Ecke. Ist ja Mittelalter, da ist das natürlich in einer Schmiederei. In einer Schmiede unabdingbar, solche Materialien und solche Sachen bei sich zu haben. Dann halte ich jetzt mein Handy mal fest, während ich die zweite Etage hole. Ich setze die jetzt einfach hier wieder drauf. Gucken wir mal einmal hier von oben. Auch hier gibt es natürlich eine Tür. Das ist natürlich klar, die können wir natürlich auch schließen. Und da befinden wir uns hier in der Küche. Was ich hier so schön finde dran, das Ding, wenn ich das hier reinkriegen würde, da so ein bisschen vielleicht, das hat auch hier Zugang zum Kamin. Das heißt, der Kamin wird einmal von unten und hier oben als Herd oder so, hier unten als halt Ofen, als Schmiedeofen und hier oben als Kamin. Das finde ich sehr, sehr schön. Doppelte Funktion. Ansonsten Esstisch, paar Kochtöpfe, paar Fännchen. Hier vorne, das ist ein Buddha-Gerät. Da kannst du Buddha mitmachen. Da kannst du hier so die Milch reinpacken und dann so stampfen. Naja. Dann hier die Stühle gefallen mir gut, auch wenn die so ein bisschen überdimensional sind, finde ich. Aber gut, das ist natürlich dann auch die Frage. Dann schieben wir das mal zurück. Und dann die Last-Etage noch. Da ist jetzt kommt was Cooles. Und zwar setze ich die mal immer hier drauf. Die Funktion gefällt mir persönlich nämlich total gut. Und zwar können wir, sobald man das hier drauf gekriegt hat, können wir nämlich hier das Dach abnehmen. Ich mache das jetzt mal nur von einer Seite. Zack. Da entschuldigt, dass ihr das nicht sehen konntet. Also nur so ein bisschen. Also hier liegt das Dach. Jetzt können wir uns das Ganze hier von innen noch einmal ein wenig angucken. Hier ist das Schlafzimmer, wo der Schmieder mit seiner Frau wohnt. Wobei, wisst ihr was? Die Seite ist ja kacke. Ach scheiße, jetzt habe ich hier. Ich nehme hier immer alles auseinander, wenn ich Videos mache. Wir machen das Ganze mal mit der anderen Seite. Da. Mal, von der Seite können wir das auch viel besser begutachten. Bett. Sehr, sehr schön. Dieser Teppich gefällt mir wirklich gut. Dieser Fellteppich. Dann hier der Aufgang von der Treppe. Und da vorne nur so ein Schreibpult. Recht. Und davor, guck mal, der Kamin wurde sogar dreifach genutzt. Als Schmiedeofen, als Herd und als Wärmespender, als Kamin. Dann da vorne noch eine Kiste mit dem Rucksack drin, über dem Fenster. Also das Set ist, um da jetzt nochmal einmal ein Fazit rauszuziehen, genial.
Also das Set ist optisch 1A, also das ist wirklich so, so gut gemacht. Das ist wirklich unglaublich. Also vom Design-Level her ist das wirklich ganz weit oben, würde ich sagen. Also vom Design her, glaube ich, tatsächlich eins der schönsten Sets, die ich besitze. Wenn nicht das schönste Set, was ich besitze. Jetzt habe ich hier gerade irgendwas abgerissen. Also das ist wirklich ohne Worte. Also das Ding ist wirklich grandios. Also, falls ihr die Möglichkeit habt, euch das zu kaufen, kauft es euch. Das ist auch keine Geldverschwendung. Also, ist wirklich das einzige Set, wo ich noch sagen würde, ja, das kommt vielleicht hier an die Schmiede dran. Ist das Hogwarts, das größere, was ich habe? Ich habe ja zwei. Ich kann es euch auch einfach zeigen. Ne? Das ist, ich glaube, ich hätte das hier. Das ist designlich, finde ich, natürlich wirklich atemberaubend. Aber das ist, glaube ich, schon designlich wirklich auf einem sehr hohen Level. Und da kann man auch wirklich erkennen, dass das nicht von Lego, sondern von jemandem, der Lego baut, gemacht wurde. Also das ist wirklich, da ist natürlich viel mehr Arbeit, viel mehr Mühe drin. Die Sachen von Lego, ich will jetzt nicht sagen, dass da keine Mühe drin sind, aber so vom Detailaufwand her, sag ich mal, sind die Sets von Lego Ideas natürlich Welten Lego überlegen. Das sind jetzt auch eher Sachen, ich glaube, die Altersempfehlung dafür ist ja, glaube ich, aber 16 oder so für das Haus. 16 oder so, glaube ich. Bin ich jetzt natürlich noch nicht, oh, kriminell, nein. Ja, ist natürlich die Frage, weil die Schwierigkeit, das aufzubauen, natürlich doch schon höher ist mit den ganzen einzelnen kleinen Teilen, als wenn du irgendeine Polizeistation für Sechsjährige aufbaust, sage ich mal, wo dann da alles schon mit nur so großen Wandteilen gebaut ist. Das ist natürlich viel einfacher. Und ich habe, glaube ich, Bauzeit, habe ich, glaube ich, 5 Stunden hier reingesteckt. Ich dachte erst, ach, das mache ich zum Schluss. Da habe ich am Geburtstag, habe ich ja mehrere Sachen bekommen zum Geburtstag. Zum Vorstand, den Fuchsbau habe ich bekommen. Den Fuchsbau. Den Trafalgar Square habe ich bekommen. Jetzt. Genau, den Bonsai-Baum und das hier habe ich bekommen. Und ich dachte mir, das baust du zum Ende auf. Das ist jetzt nicht so krass viel. Das geht ja doch relativ schnell. Ich dachte, ich bin so in ein, 2 Stunden damit fertig. Pustekuchen. Ich habe in der Zeit, in der ich das gebaut habe, ein 3-Stunden-3-Fragezeichen-Hörspiel gehört und ein 1-Stunden-3-Fragezeichen-Hörspiel. Das heißt, so ungefähr 4 Stunden habe ich da rein investiert. Hätte ich nicht gedacht gehabt, aber das Ding ist halt mit den ganzen Einzelteilen doch schon etwas komplexer als so manch anderes Lego-Set. Dafür hat sich das wirklich gelohnt. Ich finde das wirklich ein Top-Haus. Also das ist wirklich einfach ein Träumchen. Naja, das soll es gewesen sein. Schreibt mir bitte eure Meinung zu diesem Set in die Kommentare. Ich finde es sehr schön. Was findet ihr? Könnt mir gerne mal eure Meinung schreiben. Bis dahin würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, Leute.